bestimmte zunächst die Düsseldorfer Fortuna. Freistoß Zewe, Kopfball Thiele und Werner Vollack im Uerdinger Tor. Vor 7000 Zuschauern im Rheinstadion der beste Mann an diesem kalten Frühjahrsabend, an dem beide Teams nur magere Kost servierten. Mit dem letzten Aufgebot gleichsam der Gast, ohne 6 Stammspieler, er hatte dennoch die besseren Tormöglichkeiten. Rodosek hier, ein Jugoslawe aus Uerdingen. Wayne Thomas verzieht nur knapp. Bockenfeld und Bommer, die beiden Nationalspieler wie gewohnt am rechten Flügel, heute nicht so stark. Schöner Kopfball von Thiele. Armand Theis, der nur selten mit nach vorne geht. Wieder Bockenfeld und dann erzwingt Theis gegen Herget, der mit stark bandagiertem Oberschenkel spielte, einen Eckstoß. Bockenfeld, wieder Bommer. Und dann ist Theis mit dem Kopf da. Die Fortuna führte nach 27 Minuten 1:0. Und da Abwehrspieler Theis nicht gerade zu den Torjägern gezählt wird, sein Tor noch einmal. Völlig ungehindert war der Ball. Beim Konter feilt er dann sehr gut gegen 2 Mann, aber Kleff verkürzte geschickt den Winkel. 2. Halbzeit, Uerdingens erste Möglichkeit durch Funke. Und dann die für mich beste Leistung des heute besten Spielers, Torwart Werner Vollack. Zunächst pariert er den scharfen Zewe-Freistoß und dann reagiert er blitzschnell bei Thieles allerdings schwachem Kopfstoß. Bockenfeld zu Bommer, der stark humpelte, er war umgeknickt. Dies sind die besten Szenen eines schwachen Fußballabends im Rheinstadion. Foul an Funkel, unmittelbar vor der Strafraumgrenze, das passte Bockenfeld anscheinend gar nicht. Dafür zeigte ihm dann Schiedsrichter Schmidt Huber gelb. Hergits Freistoß wird noch abgefälscht, so war Wolfgang Kleff machtlos. Es blieb beim 1:1 in einem Spiel, das man schnell vergessen wird. Aber beide Teams